Hey Leute, hier sind wir auch noch unter Benny von Deep Buddies Zocken und heute haben wir richtig viele News über Fortnite für euch. Und zwar geht es heute um neue Items, eine neue Falle, über den neuen Blitzmodus, über ein goldenes Ticket, über neue Skins und so weiter und so fort. Und im Hintergrund seht ihr ein schönes Gameplay, insgesamt 18 Kills in Solo. Habe ich gerade per Zufall noch erspielt, war glaube ich sogar mein bestes Spiel bis jetzt in Fortnite. Also Leute, genießt das Gameplay im Hintergrund und ich würde sagen, wir fangen direkt mit den neuen Items an. Benny, da sind haufenweise drinnen, hau mal raus. Genau, wir haben so viele neue Items, die gestern bei diesem Patch dazu kamen für euch. Und das erste Item ist ein Airstrike. Da denkt man sich schon mal, what the fuck, ein Airstrike in Fortnite, Haubner. Hast du vielleicht eine Idee, was könnte das sein, was könnte das für ein neues Item werden? Ich weiß, dass es im Rette die Weltmodus ein Gadget ist, das man einsetzen kann. Und im Hintergrund seht ihr auch, wie dieser Airstrike aussieht, diese Bombe, die man da runterwerfen kann. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie das ins Spiel reinpassen würde. Es sind so viele Items dazugekommen, deswegen denken wir, dass die ganzen Items, die jetzt schon dazugekommen sind, irgendwann durchcyclen werden. Ihr werdet dann gleich mitbekommen, was alles für Items drin sind. Da merkt man schon ein kleines Muster. Also Benny, haut direkt auch das nächste raus, was noch so drinnen ist. Genau, das ist auch etwas Abgefahrenes, nämlich eine Bottle Rocket. Und das hört sich schon mal mega krass an. Es wird wahrscheinlich so eine Art Rakete sein, die man quasi aus der Hand einfach so abfeuern kann. Und ja, auf jeden Fall auch mega krass. Ich bin echt gespannt, wie das dann in-game aussehen wird. Und hört sich nach einem coolen Item an. Und ja. Direkt das nächste. Dann auf jeden Fall eine Menge Granaten, die noch reingeballert haben. Vielleicht, Hauptmann, willst du mal anfangen, welche da unter anderem am Start ist. Also, es gibt eine Concussion Mine, das heißt eine Betäubungsmine, die man wahrscheinlich auf den Boden setzen kann. Und wenn ein Gegner drüber läuft, dann wird das den betäuben, stunnen, der kann sich dann nicht bewegen. So denken wir, wird das Ganze sein, weil das ist die erste Mine, die tatsächlich im Spiel sein wird irgendwann mal. Und die wird man wahrscheinlich platzieren können. Vielleicht wie eine Falle, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Aber, Leute, dann geht's weiter, was noch so drin ist. Eine Gasgranate. Also wahrscheinlich sowas wie eine Smoke, nur das in dem Bereich, wo die Smoke früher war, also der Rauch, dann Gas ist, das den Gegner Schaden macht. Das heißt, das könnte man gut in eine Base reinwerfen. Dann gibt's noch ein goldenes Ticket, Leute. Ein goldenes Ticket. Ich würde sagen, über das reden wir später. Wir gehen erstmal mit diesen ganzen Granaten weiter, was da noch so drinnen ist. Und zwar eine Mimic-Bomb ist dazugekommen, Leute. Und wir haben ja schon mal über das Mimic-Item geredet. Da haben wir ja vermutet, das ist eine Kiste wie im Rette-die-Welt-Modus, die halt ein Gegner ist. Aber dadurch, dass jetzt eine Mimic-Bombe dazugekommen ist, ist es eigentlich relativ eindeutig. Man kann wahrscheinlich irgendwie eine Fake-Truhe platzieren. Wenn die Gegner öffnen, kommt eine Bombe raus und die explodiert und fügt ihm wahrscheinlich Schaden zu. Also das ist unsere Vermutung zu dieser Mimic-Bomb. Und Benny, du kannst jetzt das nächste raushauen. Genau, das ist so das krasseste, wo wir uns, das ist absolut, das ist vorbei, Leute. Das Item heißt Moab. Das gab's in Call of Duty, zum Beispiel in Modern Warfare 3. Moab bedeutet Mother of All Bomb. Das ist eine richtig fette Bombe. Und die hat normalerweise zum Beispiel in Call of Duty alles vernichtet, alles zerstört. Ja. Und ich meine, in Call of Duty war das System dahinter, man hat irgendwie eine 25er Gunstreak, also Killstreak gemacht und dann hat man das bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das Teil in Fortnite zu tun hat. Ich meine, ich auch nicht. What? Also wirklich, das sind wir absolut planlos. Und ja, ich meine, die haben dieses Mal richtig viel Bomben-Granatenzeug reingemacht. Und wie gesagt, unsere Vermutung ist ja, dass die das irgendwie durchcyclen werden, dass Granaten rauskommen und wieder neue reinkommen, damit ein bisschen Abwechslung ist. Das haben die ja schon gesagt, dass die das genauso handhaben wollen. Und ja, das wird wahrscheinlich dann auch so auftreten, dass dann sowas wie eine Tanzgranate rauskommt und dann kommt so eine Betäubungsmine rein und so weiter. Und ja, ich würde sagen, Benny, du kannst direkt weitermachen mit den nächsten Items. Genau, die nächste Granate ist eine Slow Grenade, also eine Verlangsamungsgranate. Das heißt, du wirfst den Gegner mit dieser Granate ab und der wird dann irgendwie langsam so quasi ein bisschen eingefroren. Weiß man nicht genau, wie hart das sein wird, aber könnte ich mir auch witzig vorstellen. Also ja, die nächste neue Granate. Dann geht es direkt weiter mit einer Sticky Grenade. Also das ist im Prinzip eine normale Granate, aber die bleibt haften. Also wenn ein Gegner direkt damit abwerft, dann hängt die Granate am Gegner oben oder ihr könnt die quasi auch an Wände ranschießen und so weiter. Also die prallt nicht ab. Auch ein cooles Teil auf jeden Fall. Und das wird, da bin ich mir sicher, es wird, werden dann im Endeffekt nicht beide Granaten im Spiel drinnen sein. Also es gibt ja diese Standardgranate und diese Sticky-Granate. Und ich bin mir auch sicher, dass die diese Granaten dann immer abwechseln, dass man hier verschiedene Styles am Start hat. Weil,
100 Granaten in einem Spiel, das wird keinen Sinn machen. Das wäre einfach too much. Ja, Hauptmann, ja. Willst du die nächste rausballern? Ja, das ist die letzte, die wir heute so am Start haben, unter den Granaten. Und übrigens, Leute, die ganzen Sachen, die wir euch heute erzählen, das sind alles Dateien, die im Spiel tatsächlich drinnen sind. Und wir haben uns das angeguckt, was da so drinnen ist, und deswegen wissen wir das. So, und das letzte ist jetzt eine Supply Grenade. Und damit wird man einen Supply Drop rufen können. Wir haben auch ein kleines Bild dazu, da gab es ein Bild auch drinnen. Das heißt, ihr seht das jetzt, das ist einfach ein Supply Drop Symbol und man wird wahrscheinlich die Granate am Boden hinwerfen können. So wie, jetzt würde ich mal behaupten, in Call of Duty, wo man auch seine Vorratslieferung holen kann. Und dann kommt ja einfach von oben dieser Supply Drop runter. Und ich meine, was mir gerade richtig krasses so einfällt, ich meine, es gibt diese Supply Grenade, es gibt einen Airstrike, es gibt einen Moab, ich meine, what the fuck, machen die jetzt ein Killstreak-System ins Spiel rein? Nee, das fragen die sehr nicht. Aber es kommt schon so vor, ey. Ja. Ja, als letztes, was wir noch sagen können, das haben wir schon oft erwähnt, ist die Telenade, die Teleportationsgranate. Und ja, wir schätzen auch, genauso wie die anderen, die werden einfach durchcyclen. Die Teleportationsgranate wird einen dahin teleportieren, wo die Granate aufprallt. Ist natürlich ein geiles Feature. Im Rette-die-Welt-Modus gibt es Teleportationssachen, also wird es auch Sinn machen, dass im Battle-Royale-Modus das dann dazukommen könnte. Und ja, ansonsten haben wir da keine neuen Items mehr, glaube ich, oder? Ne, da haben wir jetzt alle rausgeballert, bis auf das goldene Ticket, aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, als erstes oder als nächstes hauen wir noch die neue Falle raus, weil die ist auch mega interessant, oder? Ja, hau raus. So Leute, da kommt nämlich eine Sentry Gun oder Sentry Turret und da kann man echt mega gespannt sein. Das wird etwas sein, wo wir vermuten, das kann man aufstellen und entweder schießt das dann selbst auf Gegner, wenn irgendwie der Gegner in einer gewissen Reichweite ist. Gab es auch in anderen Spielen, zum Beispiel in Call of Duty gab es auch so ein Geschütz oder auch in Portal, glaube ich. Und ja, war auf jeden Fall immer eine mega witzige Sache. Vielleicht muss man das Teil auch selbst steuern. Da muss man dann echt abwarten. Aber hört sich echt witzig an. Ich hoffe ja, man wird das selbst steuern können. Und sowas zum Beispiel, sie haben ja gesagt, sie wollen den 50 vs. 50 Modus noch krasser machen, dass es wirklich so ein fetter Fight ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Item da mit dazu kommt. Und dann kann man das aufstellen und dann kann ein Typ reingehen und dann auf die andere Base mit dieser Sentry Gun schießen. Das kann ich mir gut vorstellen. Im Hintergrund seht ihr auch eine Animation, wie das Teil aussieht. Also könnte eigentlich gut passen, oder? Ja, also ich würde sagen, das wird perfekt in das Game reinpassen. Und vielleicht kommt ja diese neue Falle oder dieses neue Item quasi dann mit dem 50 vs. 50 Modus, mit dem neuen quasi, und wird gut passen. Ja, dann würde ich sagen, mit was machen wir weiter? Wir machen mal mit dem Blitzmodus weiter. Wir haben auch noch die ganzen neuen Skins am Start, aber zuerst mal der Blitzmodus, Leute. Da kam in diesem Ordner von den Events, wo der Blitzmodus drinnen ist, eine Datei dazu. Die heißt, warte, ich muss selber gerade gucken, Athena Loading Screen Tips unterstrich Blitz. Und ja, Leute, da steht so einiges Interessantes drinnen. Ich habe nie nachgeguckt. Und zwar steht da drinnen, faster Storms, more Loot, exciting Finishes, heißt so viel wie schnellere Stürme, mehr Loot und spannendere Beendigungen oder spannendere Gewinner und was ist spannenderes Ende, dass ich es aussprechen kann. Das zweite, was dann noch drin steht, ist dann Last Squad Standing Wins, also das heißt, das letzte Team, das überlebt, gewinnt. Heißt also, der Modus wird als Teammodus kommen, der Blitzmodus, also kein Duo oder Solo. Ist auch interessant zu wissen. Dann das dritte, was noch viel interessanter ist, the storm is already moving, land carefully, das heißt, der Sturm wird bereits kleiner am Start der Runde, wenn ihr noch im Bus seid. Das heißt, und da kommen wir gleich zum vierten Punkt, da steht Land inside the circle. Ihr müsst von Anfang an in der Zone landen. Das heißt, ihr wisst sofort, wo die Zone ist. Beschränktes Spielfeld. Wird auf jeden Fall verdammt interessant, dieser Modus. Wir haben auch schon in einem anderen Video drüber geredet. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, eine Empfehlung. Da zeigen wir euch so einiges, was da auf euch zukommen wird. Und ja, ich würde sagen, wollen wir jetzt mal über die neuen Items reden? Also diese Skins und so weiter. Also wir haben hier einige Skins am Start. Es sind 6, 7, 8, 9 Skins für euch. Und die werdet ihr jetzt im Hintergrund auch sehen. Und ja, ich muss sagen, sehen auf jeden Fall mega special aus. Und ich weiß gar nicht, was das alles für Themen quasi sind. Ich sehe hier einen Taucher und so weiter. Aber speziell dieser eine Typ da, dieser Soldat, der sieht ja richtig abgefahren aus. So ein bisschen wie ein Affenmensch in die Richtung. Und es gibt dann auch noch eine neue Spitzhacke. Sieht auch ganz nice aus, muss man sagen. Und ich weiß, vielleicht haben ja die, also ich weiß zwei Skins davon, die sind wegen diesem Lunar-Neujahr in China oder so. Und der dritte hat auch was mit China zu tun, der Wukong-Skin, der komplett crazy aussieht.
Und die anderen Skins sind, glaube ich, so in die Richtung vielleicht Olympischen Spiele, weil da bis jetzt nur Skiskins kommen. Vielleicht, weil es ist eine Taucherin dabei, vielleicht wird das Sinn ergeben und es sind Sportler dabei, also vielleicht, ich weiß es ja nicht. Ist bei den Olympischen Spielen Tauchen dabei? Gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung, Mann. Vielleicht wisst ihr das, ja. Ja, und ich würde sagen, die Spitzhacke, was sagst du zu dir? Ja, ich meine, flasht jetzt nicht ganz rein, aber ist auch okay. Passt auf jeden Fall zu diesem abgefahrenen Typen da, mit der ein bisschen aussieht wie ein Affenmensch. Also passt perfekt zu dem dazu. Würde ich auch behaupten. Also das so zu diesen neuen Skins. Die werden wahrscheinlich die kommenden Tage, Wochen immer fleißig rauskommen. Natürlich, dieser Wukong-Skin wird wahrscheinlich, also dieser Affenmensch wird, ja, wahrscheinlich 20 Euro kosten oder so, schätze ich mal. Der sieht richtig special aus. Und ja, ansonsten haben wir jetzt noch dieses goldene Ticket am Start. Das ist mega special, Leute. Wir haben uns so gedacht, hey, what the fuck, ein goldenes Ticket? Was ist damit gemeint? Und wir haben dann ein bisschen geguckt und in diesem Ordner von diesem goldenen Ticket steht drinnen Stock Battle Pass. Golden Ticket. Jetzt denken wir uns Stock Battle Pass, okay, hä? Doppeldecker Bus? What the fuck? Dann habe ich unter diesen Busordner nachgeguckt, also unter dem Athena Bus, also Battle Royale Bus, und da ist tatsächlich der neue dazugekommen, dieser Doppeldecker Bus. Und ich habe mir so gedacht, hä, warum Doppeldecker-Bus? Wir haben noch keine Ahnung, warum Doppeldecker-Bus da drin sein soll und was das goldene Ticket damit zu tun hat. Vielleicht mehr als 100 Spieler? Vielleicht ein Special-Sitzplatz im Doppeldecker-Bus, wenn man ein goldenes Ticket hat? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, also es gibt ja auf jeden Fall diesen 50 vs 50 Modus, aber da haben die gesagt, es wird zwei Battle-Busse geben. Genau. Und deshalb wird das eigentlich mit Stock-Battle-Bus keinen Sinn machen. Das müsste theoretisch wirklich was anderes sein. Und das Einzige, was wirklich logisch wäre, warum braucht man zwei Busse, also so einen Doppeldecker, um mehr Leute reinzubringen? Und deshalb wäre dann wirklich am naheliegendsten, dass echt hier ein Modus kommt mit mehr als 100 Spieler. Wäre geil. Ja. Und ich weiß aber dann trotzdem noch nicht, was das goldene Ticket bringt. Ja. Ja. Also Leute, vielleicht habt ihr ja eine Vermutung, was dieses goldene Ticket bringen wird im Endeffekt. Wir haben keine Ahnung, ihr wisst auf jeden Fall, dass es das jetzt gibt und ja, ansonsten war es das, glaube ich, oder? Genau, es gibt noch eine Neuerung, das haben wir letztens im Video gesagt, zu diesen ganzen Season 3 Sachen. Die haben nämlich anfangs gesagt, man wird sich den Battle Pass nur mit Echtgeld kaufen können und nicht mit V-Bucks. Aber viele Leute haben sich aufgeregt und Fortnite ist einfach so geil. Die haben gesagt, jo, man kann sich jetzt wieder diesen Battle Pass dann für Season 3 für 950 Bucks, glaube ich, kaufen. Also V-Bucks, diese V-Bucks. Genau. Und ja, finde ich geil. Finde ich auch geil, dass die das geändert haben. Die Meldung, dass man das nicht mehr mit V-Bucks kaufen konnte, war tatsächlich nämlich im Spiel selber angezeigt. Deswegen haben wir euch das auch gesagt, dass das so ist. Aber die haben erst vor, ich glaube, 2 Tagen oder einem Tag, das auf Twitter offiziell bekannt gegeben, dass der dritte Battle Pass tatsächlich wieder mit 950 V-Bucks erworben werden kann. Wahrscheinlich am Anfang wieder so runtergesetzt und dann wieder 1500 kosten, schätze ich. Ich weiß es nicht. Also, ja, müssen wir abwarten. Ist nur mehr ein paar Tage bis dahin. Sie haben die dritte Season übrigens um einen Tag verschoben. Das heißt, die dritte Season startet am 21. Februar. Ursprünglich war 20. Februar geplant und ja, ansonsten haben wir nichts mehr, oder? Nee, ich würde sagen, Leute, wir hoffen, euch hat es wieder gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns einfach morgen. Haut rein. Ciao. Ciao.